Der Aubameyang-Zirkus, das obligatorische Transfer-Update und Leo Messis Rekordjagd. Das sind die Themen des Tages. Mein Name ist Nico und es ist Montag. Kaum ist die Bundesliga wieder da, fühlt sich auch schon alles wieder an wie 2017. Denn Pierre-Emerick Aubameyang wurde wieder einmal aus disziplinarischen Gründen suspendiert. Doch diesmal droht Sportdirektor Zorc mit ernsten Konsequenzen. Irgendwann ist man an einem Punkt angekommen, wo man das nicht mehr tolerieren kann. Und da sind wir heute angekommen. Drei Suspendierungen in einem relativ kleinen Zeitraum. Ich glaube in einem Jahr. So kann es nicht weitergehen. Wir brauchen jetzt hier keine Spekulationen anzustellen, aber klar ist natürlich, so kann es nicht weitergehen. Der Gabuda wurde übrigens suspendiert, weil er die Mannschaftssitzung vor dem Spiel gegen Wolfsburg verpasste. Und klar, Zorc möchte nicht spekulieren, wir dürfen das aber. Und meine Meinung ist, Dortmund sollte Aubameyang loswerden. Und zwar am besten heute. Klar, die Mannschaft braucht die Tore des Spielers. Das haben wir auch gegen Wolfsburg wieder ganz, ganz deutlich gesehen. Was man aber noch dringender braucht, ist Ruhe und Konstanz. Denn auch wenn man einen neuen Trainer hat und die Talfahrt erstmal irgendwie gestoppt hat, Dortmund steht so kurz davor, die Saison komplett vor die Wand zu fahren. Und mit einem Unruheherd wie Aubameyang, der hier oben ganz, ganz deutlich mit dem Verein abgeschlossen hat und bei 6 anderen Vereinen im Gespräch sein soll, ist das derzeit nicht möglich. Sollten die Dortmunder sich noch in diesem Winter nach Ersatz umschauen, dann muss mal wieder ein Volltreffer her. Denn die letzten Transfers, Jarmolenko, Dahoud, Toprak, das war alles nicht so geil. Die Unterschrift steht zwar noch aus, aber es ist so gut wie sicher, Manuel Akanji wechselt von Basel zum BVB. Der 22-jährige Innenverteidiger soll am gestrigen Sonntag bereits den Medizincheck absolviert haben. Kaum öffnen sich die Tore der Transferfenster, gibt es auch schon Gerüchte um Mesut Özil. Der wird ja eigentlich mit jedem Top-Club Europas in Verbindung gebracht und nun eben auch mit Juventus Turin. Die sollen ihm ein Angebot vorgelegt haben, das Özil selbst sehr, sehr spannend findet. Natürlich hat aber Juve keinen Bock, große Ablösung für Özil zu bezahlen und deshalb gilt dieses Angebot erst ab Sommer, wenn er vertragsfrei ist. Jetzt stellen wir uns mal kurz vor, das könnte bedeuten, dass wir nächstes Jahr Hövedes, Can, Khedira und Özil bei der alten Dame in Turin sehen. Als ich letzte Woche das erste Mal davon gehört habe, habe ich gesagt, absoluter Schwachsinn. Und nun, weil ich ein Experte bin, scheint es wahr zu werden. Vincent Cosiello steht unmittelbar vor einem Wechsel von OGC Nizza zum 1. FC Köln. Das 22-jährige Mittelfeldtalent soll ungefähr 3 Millionen Euro kosten und heute den Medizincheck absolvieren und wäre, in meinen Augen, ein absolutes Schnäppchen und ein Top-Transfer für den FC. Leo Messi ist bekannt dafür, dass er reihenweise Rekorde bricht. Und nun hat er einen Uralt-Rekord von Gerd Müller gebrochen. Mit seinem Tor beim 4:2-Sieg über Real Sociedad hat Lionel Messi einen uralten Rekord von Gerd Müller gebrochen. Der Argentinier hat jetzt mehr Ligatore für Barcelona, als der Deutsche während seiner Zeit bei Bayern München erzielt hat. Der Barca-Spieler steht jetzt bei 366 Toren in 401 Ligaspielen für die Katalanen. Müller war zwischen 1964 und 1979 365 Tore geglückt. Dafür brauchte er allerdings 427 Bundesliga-Partien. Ja, mit der Information könnt ihr jetzt machen, was ihr wollt. Verpackt sie schön und schenkt sie eurer Mutter. Und das war's auch schon wieder für heute. Und jetzt seid ihr aber nochmal gefragt. Ich brauche eure Hilfe. Ihr kennt vielleicht die Videos, die ich jeden Mittwoch raushaue, wo ich mir ein Thema vornehme und das dann beackere. Bis jetzt hieß es Nikos Hot Topic Video, aber wir wollen einen cooleren Namen. Wenn ihr also irgendeine Idee habt, schreibt sie in die Kommentare. Ich bin für Food World Problems, aber Flo sagt, es ist kacke. Das ist kacke. Die Bundesliga ist gerade erst wieder da und trotzdem fühlt es sich so an, als würde Flo durchs Bild laufen.